haben ja schon bemerkt, dass dieses Video an sich an Frau Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in Düsseldorf, Medienkanzler ist, wird alles erklärt, weil wir leben in einer Zeit, in einer neuartigen Zeit. Meine einer kommt von der CeBIT 1995 und hat das Ganze mit nach vorne gebracht unter WebTV, Ultra HD, WebTV und so weiter und so fort. Aber heute, CeBIT 2017, ist das ja Industrie 4.0. Und Industrie 4.0, da erfreut sich Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Düsseldorf auf Zeit bis Mai, wenn sie abgelöst werden sollte. Danach kommt ja ein anderer oder sie macht fröhlich weiter. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die jetzt dieses Video sehen, hat natürlich einen Grund, dieses Video zu machen, weil wir persönlich alle keine Zeit haben, zuzuhören. Um jemanden zuzuhören, sollte er sich vor die Kamera setzen und was sprechen, damit andere zuhören können. Wenn die Interesse daran haben, was sie da hören, hören die natürlich auch weiter zu. Ja, um jetzt so ein Video auf den Weg zu bringen, dass wirklich viele Menschen zuhören und auch viele Menschen verstehen. Auf der einen Seite die Mathematiker, die sollen zuhören, denn jetzt kommt was. Wenn Frau Hannelore Kraft ihren Bürgern, ja, ich meine, sie hat 10,4 Milliarden schon in den Sand gesetzt, hat aber einen Grund, weil da freut sich ein bis zwei Millionäre, denn die haben das Geld bekommen. Erkläre ich auch sofort, was ich meine. Also, wenn jeder Bürger hier in dieser Stadt, sind über 560.000, nehmen wir mal das Ganze, Nordrhein-Westfälische sind jetzt, wie viele Millionen da jetzt leben, weiß ich nicht, um nur auf eine Zahl zu kommen, weil ich kann jetzt nicht alle nehmen, alle sind über 80 Millionen hier vertreten in Deutschland, über 80 Millionen. So, wir gehen jetzt aber hierhin zu Frau Hannelore Kraft. Frau Hannelore Kraft bewilligt armen Menschen 2 Euro pro Tag mehr. 2 Euro pro Tag mehr. Ja, und was kommt dabei heraus? Richtig. Ein Millionär fängt an zu weinen. Darum sagte ich ja, die Mathematiker wissen Bescheid. 80 Millionen, die pro Tag 2 Euro mehr bekommen zu ihrer Unterstützung, wird einem Millionär oder mehreren Millionären das Geld entzogen. 40 Millionen auf einen Schlag in den Berliner Flughafen gebracht. 40 Millionen an einem Tag in den Berliner Flughafen erbracht. Sind ja die Millionäre schon mal satt. Denn die kriegen das Geld. Und jetzt sage ich erstmal, wenn ich unterbrochen werde in meinem Redefluss. Wie gesagt, man hat keine Zeit. Einige Kunden haben angeregt, aber man hat nicht so viel Zeit, mit dem Kunden über dieses zu unterhalten. Deswegen nutze ich jetzt hier so eine Videomaschinerie. Als Filmemacher braucht man Themen, um Filme zu machen. Für diejenigen, die das zum ersten Mal sehen, euer Medienkanzler, es geht um die Verfassung, es geht überhaupt über die sogenannte Verfassung, Landesverfassung. Die andere ist keine, ist richtig, die Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen baut sich auf das Grundgesetz von 49 auf den Weg gebracht. Das Grundgesetz ist ein Entzug aus den Menschenrechten, wer sich dafür interessiert haben sollte. Meiner einer interessiert sich für den Verfassungsschutz und hat natürlich mein Alter. Und kann mich schlecht jetzt beim Verfassungsschutz bewerben, um die Verfassung zu schützen. Da ich ein neutraler Bürger auf eine Art zu den Kapitalisten gehöre, mag ich aber den Kapitalismus so in der Form nicht. Frau Hannelore Kraft hat mich gefragt, warum ich das überhaupt mache und warum ich meine Bürger schütze oder warum ich gerne Bürger schütze oder warum ich gerne Bürger helfe, sagen wir es mal so. Also ich helfe natürlich Bürgern in Fern meiner Kraft, wie ich auch helfen kann. Habe festgestellt, wenn man richtig hilft, wenn einer richtig in Not ist, wenn man dem richtig hilft, sitzt man nachher vor einem Richter, ja, und der Richter zeigt einem richtig, warum hast du geholfen. Ja, ist jetzt kein Scherz. Der hilft, ist nachher der Dumme. Das ist eben so. Für alle Helfer, die da den Flüchtlingen helfen, am Ende ist der Helfer, der gesagt hat, yippie, ich helfe, der Dumme. Aber egal, mache ich mal ein anderes Video raus, weil so einfach ist es in der heutigen Turbo-Gesellschaft, turbo-kapitalistische Gesellschaft. Ich komme leider nicht lustig rüber, ich bin auch nicht irgendwie deformiert, damit die Leute was zu lachen haben. Heutzutage muss man sich fremdschämen, um am Fernseher zu kleben. Fremdschämen. Also wenn ich Herrn Schulz sehe, wird mir übel, das sage ich jetzt öffentlich in dieser Kamera. Ich mag ihn nicht. Fertig aus. Irgendwie mag ich ihn nicht. Er kommt mir irgendwie suspekt rüber. Kann sein, dass er mir zu oft da in der EU den Lauten und
wenn einer so dermaßen in der obersten kapitalistischen Gesellschaft rumschwirrt, ja, ganz weit oben, kann er nicht runtergehen und mir als Normalbürger sagen, ey, ich bin jetzt für dich da. Noch einmal, darum geht's. Wenn angeblich diese sogenannte SPD, die sogenannte SPD ist wie alle anderen Parteien ein Verein, ein politischer Verein, der versucht, an der Macht zu bleiben, Geld zu verdienen, etc. pp. Die SPD ist schon über 150 Jahre alt und wenn man sich den Weg der SPD mal anschaut, sie war okay. Nur jetzt, in der Welt des Turbokapitalismus, ist die SPD nichts anderes wie die anderen auch. Sie hebt sich nicht ab. Die Linke versucht natürlich, sich abzuheben mit ihrer kleinen Galionsfigur, mit der sehr streng aussehenden jungen Frau, die verdammt bildhübsch über den Äther kommt, aber ziemlich konservativ, ziemlich zugeknöpft. Ja, sie versucht, Politik zu machen. Das Problem an der Sache ist, wir haben uralte Strukturen. Den fetten Kapitalismus, darin leben wir jetzt gerade. Und Marx, Engels und wie die alle geheißen haben, die versucht haben, mit Kommunismus, mit Sozialismus, ja, mit Engelszungen, naja, so richtig stimmt das ja alles nicht. In Wahrheit leben wir in einem sogenannten Mittelalter nur noch moderner. Ja? Unsere Kriege werden an Monitore ausgefochten, unsere Ritter sind zu müde, um ihre Kluft anzuziehen. Die, die da aufstehen, sich Pegida schreien, merken, stopp mal, hier könnte die DDR 2.0 aufflammen und die wollen wir nicht. Könnte sein. Denn in Dresden gestern an einem Montag, somit wisst ihr auch, wann diese Aufzeichnung gestartet, heute Abend erfreut man sich wieder an Rosenheim-Cops und da kommen wir auch gleich so zu dem Ganzen, was jetzt hier in diesem Video womöglich erklärt wird. Angefangen haben wir, und es bleibt ja auch bei Frau Hannelore Kraft. Frau Hannelore Kraft, politisch auch vor der Kamera, politisch unterwegs, Ökonom, wenn man sieht, wo sie überall rumschwirrt, womit sie ihr Geld verdient, dann wisst ihr, dass sie natürlich nur im Kapitalismus wohnt. Hallo, hatte soeben natürlich wieder Kundschaft und die Kundschaft meinte auch, wir machen eine neue Partei auf, die lachende Partei, die Partei für den Bürger. So, wir müssen alle realistisch bleiben. Wollen wir die Kapitalisten so ein bisschen schrumpfen oder wollen wir die Kapitalisten noch mehr fördern? Ihr seid alle gegen Trump. Lasst es mal sein, der Trump hat mit Deutschland in dem Fall nichts zu tun. Bleiben wir doch hier in unserem. So, Rücksprache mit Frau Angela Merkel. Wir sind Europäer mit deutscher Integration in Europa hinein. Hört sich bescheuert an, ist aber, sie meint es ernst. Wir sind keine Deutschen mehr in ihrem Sinne. Wir sind europäische Bürger mit deutschem Hintergrund. Ihr wollt vergessen? Haben Sie auch Briefmarken? Nee, die haben wir nicht. Die darf ich nicht führen. Ach, die darf man? Nee, weil er ist ja postalisch. Ja. Und wenn ich die führe, müsste ich 19% drauf. Also wäre die teurer. Ah, okay. Mh, leider. Also, hier um die Ecke versuchen, ja, dass er nicht so voll ist. Ja, danke. Ja, ciao. Ja, ist so. Briefmarken darf ich leider nicht führen, weil ich bin hier nicht die Post. Ja, politisch orientiert, politisch auf dem richtigen Weg. Die Millionäre können von mir aus Millionäre bleiben, sie sollten nur bedingt auch mal was abgeben. Millionäre sind zwar Millionäre, sind aber in dem Haufen der Millionäre, Milliardäre nicht so. Ne? Also die Milliardäre orientieren sich an die wenigen Billionäre. Ein Billionär ist ja leider jetzt, wieso leider, er ist mit 101 Jahren verstorben. 101 Jahre, Billionen am Bein, Billionen. Und was hat er gemacht? Gar nichts. Also Menschenfreund war er nicht. Oh, egal. So, ein bisschen menschlich sein. Euch ein bisschen mehr zu sensibilisieren geht ja kaum. Ja, auf eine Art mal so über die DVB T2 gesprochen, dass das Wahnsinnsabzocke ist. Ja, aber passieren tut nichts. Die Leute stehen alle bei Mediamarkt Saturn und kaufen, hauen davon 150 Euro raus, kommen nach Hause, haben nichts weiter oder nichts Besseres wie vorher auch. Aber egal, das ist eure Sache. Politisch betrachtet sehe ich hier den Verfassungsschutz. Ich mag den Verfassungsschutz. Ich mag die Verfassung und ich schütze gerne den Inhalt der Verfassung. Die Verfassung ist an sich im bürgerlichen Recht, Demokratie, alles geht von dem Volk aus. Ich finde das alles super toll, was hier an Schlachtrufe rausgehauen werden. Wisst ihr, wir müssen einfach mal hin zur Natur, zur Natürlichkeit. Bin geboren, weil zwei Spaß hatten, aus welchem Grund auch immer.
dann kam ich dann zur Welt, so ungefähr. Wenn ich Spaß habe mit jemandem, erzeuge ich auch etwas aus Spaß und dann geht das so weiter. Ja? Die Pyramide des Menschen könnte man mal natürlich betrachten. Also noch einmal, wenn ihr alle Geld fordert, wenn ihr alle 1 Euro mehr haben wollt, ihr alle 1 Euro mehr haben wollt, dann schreien die Millionäre. Ja? Und die Millionäre pumpen sich bei den Millionären. Milliardären, meine Güte. Ja, und der Milliardär pumpt sich das beim Billionär. Ja, und was soll das alles werden? Die schreien, ne? So, weil ein Millionär, oder sagen wir mal so, ein fetter Kapitalist bekommt in einer Sekunde verdammt viel Geld. Die Masse an Menschen, wofür er angeblich da, ne? Also er kriegt ganz viel Geld und, so, und schaut sich an, wie er aus dieser Masse noch mehr Geld holen kann. Ja? Er behauptet ja, dass er zum Beispiel der Berliner Flughafen, zum Beispiel ist ja so ein Geldgrab. Also die Millionäre freuen sich, dass sie viel Geld bekommen, bauen sehr viel Mist, sehr viel, und das wird aufgedeckt, ist klar, das stört die aber nicht. Sie kriegen also pro Tag 40 Millionen. Also 40 Millionen bekommt jemand, ja, und was bekommen wir als Masse? Nix. Die, die dort schon Geschäfte angemietet, so, die darauf gehofft, dort Geschäfte machen zu können, die sind ja die Dummen. Im ganzen Berliner Flughafen, die, die da Geschäfte machen wollten, sind die Dummen. Wie ein Mensch, der hilft, der wirklich hilft, am Ende ein Dummer ist. So sieht's aus. Ja, wie kann man euch sensibilisieren? An sich war dieses Video gedacht an Frau Hannelore Kraft persönlich, aber ein öffentliches Video an Frau Hannelore Kraft persönlich, was soll das bringen? Ich schreibe lieber der Frau Hannelore Kraft und sie möge mir dann diesen Brief beantworten. Wir sind aber im Wahljahr und wenn man offen und ehrlich spazieren geht, wenn man offen und ehrlich sein Herz in der Luft trägt, bekommt das Herz eine Menge mit. Die Pumpstation Herz geht dann zum Verstand. Der Verstand sagt, hey, was soll denn das? Der Verstand wird plötzlich erwacht oder erwacht der Verstand und dann fangen die Synapsen an zu beben, zu arbeiten. Also der Mensch beginnt an zu wirken, weil etwas auf ihn einwirkt und daraufhin die Reaktion dann entsteht. Ich reagiere im Moment auf alles, weil verdammt viel recherchiert, die Zusammenhänge aus gewissen Sätzen, die jedem Bürger zustehen, Recht auf Arbeit, steht drin in einer Verfassung. In der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen steht, ja, auch die Glaubensrichtung, Grundschule. In dem schulischen Bereich entsteht der Glauben, die Manifestierung des Glaubens. Es gibt keinen Zwang in Deutschland, das ist wichtig. Es gibt keinen Zwang in Deutschland, hier ist alles geregelt, richtig. Die Herrschaften da, der Kapitalismus als Herrschaft, der Verein SPD, der Verein CDU, das sind Vereine, das sind politische Vereine, die jetzt einen neuen Verein sehen, der sich AfD nennt. Wie gesagt, gerade kam Bürger rein und meinte, komm, wir machen eine neue Partei auf, für den Bürger, vom Bürger, mit dem Bürger zusammen. Nun, hört sich toll an, weil die Bürger mittlerweile alle verstehen, dass der Bürger selbst nicht nichts oder gar nichts mit der Demokratie zu tun, obwohl von ihm ja die Stimme ausgeht. Das Einzige ist die Stimme, die er erheben kann, so wie ich jetzt meine Stimme erhebe in diesem Videoclip, der an sich gedacht an Frau Hannelore Kraft, an sie appelliere, mal drüber zu sinnen, für wen sie überhaupt da ist. Ist sie für die Bürger da oder ist sie für ihre Klientel da oder ist sie für ihren Verein da, Verein SPD? Wozu ich dadurch gekommen, ist durch den Ratsherr hier aus Kanab, den Herr Guido Riel, da der 26 Jahre bei der SPD und nun bei der AfD. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. An sich hätte er eine eigene Partei aufmachen müssen. Ja, ein Appell an diesen Herrn Guido Riel, möge er eine eigene Partei gründen. Ich werde ihm gleich schreiben. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Irgendwo ist er deplatziert. Er ist deplatziert bei der SPD und er ist deplatziert bei der AfD. Ist ja schön, dass er die jungen Frauen bei der AfD mag. Ja, ist sein Bier. Ja, er ist ein Kumpel.
Na, ein Kumpel, ich komme aus dir, ne? Ja, Grönemeyer, alles grüßen. Ja, er schwirrt da in 2000 Meter rüber, ist ein Steiger, hat seine Verantwortung zu tragen. Ich bin Kaufmann, ich gehöre zur kaufmännischen Gilde, ich gehöre zu den Reichen da oben. Und ich mag diesen Reichtum so gesehen nicht, weil wenn meine Bürger reich sind, ja, machen meine Bürger mich auch ein Stückchen reicher. Ja? Wenn es meinen Bürgern gut geht, dann geht es mir auch gut. Ich meine, so einen tollen Kanzler hätte ich gern. Ich weiß nicht, wo der herkommen sollte. Ja, das wäre toll. Ein Kanzler, der sagt, wenn es meinen Bürgern gut geht, geht es auch mir gut. Ja, ich kann erhoben Hauptes durch die Straßen gehen, meinen Bürgern die Hand schütteln und sagen, ach, wie geht's dir denn? Wie kann ich dir helfen? Das wäre genial. Das wäre genial. Das wäre ein genialer Kanzler, aber bestimmt nicht Herr Schulz. Also Herr Schulz, tut mir leid, wenn der gewählt wird, mache ich vier Jahre lang hier die Augen zu, Ohren zu, wow. Na, dann gehe ich aber in den Kriegsmodus. Wenn Herr Schulz Kanzler wird, gehe ich in den Kriegsmodus. Dann gehe ich in die Verfassung. Ins Grundgesetz. Ich werde jeden Tag das Grundgesetz nachgucken, stopp, Fehler oder nicht Fehler. Die Verfassung von Nordrhein-Westfalen, Fehler oder nicht Fehler. Nee, die Verfassung ist in Ordnung. Das Grundgesetz ist auch in Ordnung. Aber die Fehler im Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Justiz, Recht. Ja, hier, die Sondergerichte. Ja, Sondergerichte. Leute, ich bin staatshörig. Also ich mag den Staat, ich bin ihm nicht hörig, klar. Ich mag alle, die der Meinung sind, Geld damit verdienen zu wollen. Ja? Sie haben den sogenannten Masterplan, sie haben ihre Ausbildung, Weiterbildung. Sie haben es genossen. So, einige wurden sogar Richter. Nur die Richter vertummeln sich. Die Richter meinen, sie sind über dem Gesetz und sie können das Gesetz, weil sie das Gesetz sind. Ich bin das Gesetz, nee, sind sie nicht. Da gibt es Gott sei Dank noch Türen mit Paragraphen, wo auch Richter drin ihre Paragraphen haben. Jeder hat eine Tür, braucht ihr nur aufmachen, da sind Paragraphen drin, die zugänglich für ihn sind. So, das sogenannte angebliche Nicht-Mitwirken, die sogenannten angeblichen Sanktionen, ja, ist ein Freibrief für die Angestellten, die jeden Tag ermessen. Sie ermessen, mehr tun sie nicht. Ja, sie sitzen und ermessen, jemandem Geld wegzunehmen. So, da muss man ihm erklären, dass das, was er ermessen hat, im Satz nicht stimmt. So, da muss man die Sätze raussuchen, um das Ermessen dessen zu fragen, warum hast du das ermessen? Wo steht die Rechtsgrundlage des Ermessens? Es gibt eine tatsächliche Rechtsgrundlage, wo ich dann etwas ermessen kann. So, ich habe ein Recht auf Arbeit. So, somit kann ich also ermessen, jemanden Arbeit zu geben. Es geht nicht darum, dass er die Arbeit mag, sondern ich gebe ihm Arbeit. So, und er arbeitet da so lange, wie ihm die Arbeit schmeckt. Ja, und wenn ihm die Arbeit schmeckt und er mit dem Geld klarkommt, geht's dem gut, der da arbeitet. So funktioniert er an sich. Ja? Ihr dürft mich also euer Medien kann es nicht so ernst nehmen. Es ist natürlich ein bisschen satirisch gemacht, weil er es ja öffentlich gemacht und weil es ein Video ist. Ja? Der natürlich jetzt bei YouTube. So einfach ist das alles nicht mehr, weil ihr seid satt, ihr seid übersättigt. Die Wahrheit wollt ihr nicht hören. Ich kann auf Herrn Pispers verweisen. Ich kann auf alle Kabarettisten verweisen, die euch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkünden. Ich kann auf das ZDF verweisen, ja? Auf die Anstalt, die sich halt jetzt auch ein bisschen verändert hat, weil der Ursprung oder die Stachelschweine gibt es nicht mehr, das Sprungbrett gibt es nicht mehr, die politische Aussage gibt es nicht mehr, ja? Scheibenwischer gibt es nicht mehr. Irgendwie haben die alle aufgehört. Das muss einen Grund haben, dass plötzlich alle aufgehört haben. Es gibt auch die Sendung nicht mehr, Fass ohne Boden, ja. Es gibt auch keine Aufklärung mehr, man zeigt auch nicht mehr. Und wenn, dann sehr, sehr spät, weil ein bisschen davon muss man ja zeigen. Also die Wahrheit und nichts als die Wahrheit kommt um Mitternacht oder weit danach. Und keiner von uns hat die Zeit nach Mitternacht oder weit danach noch politische Grundlagen der Wahrheit und nichts als der Wahrheit aufzunehmen, bevor er zu Bett geht. Also klappt nicht. Gut, also wenn man uns. Grüße. Morgen. So, ich komme zum Schluss, weil solche Videos, also Sensibilisierung von Menschen, ist totaler Quatsch. Wir sind total übersättigt. Mahlzeit, Grüße. Hallo.
An alle, wenn ihr den Schalter findet, wo drauf steht Sonne, einfach mal anmachen. Ne? Dann wird es sonniger. Aber egal, schönen Frühlingsanfang. Vielleicht liegt es ja an diesem Frühling, einfach mal aufmüpfig zu sein, einfach mal vor die Kamera springen, einfach mal da rein philosophieren, versuchen, irgendeinen Menschen zu sensibilisieren. Hör mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Es stimmt etwas nicht und das ist ganz, ganz einfach. Bekommst du 1 Euro mehr als Bürger, flippt ein Millionär aus, weil er seine Million nicht bekommt. Denn es geht ja nicht. Es ist ja ein Geld da für jemanden oder für ganz viele. So, wenn ganz viele 1 Euro bekommen, ist ja für einen, der alles auf einmal bekommt, nichts da. So funktioniert es mittlerweile. Und wir sind halt in einer Blase, das wissen wir alle, in einer Geldblase, in einer Fantasieblase. Und wenn die alle so platzen, ja, in Wirklichkeit sind wir ja alle in einer Welt. Jeder hat seine kleine Welt und jeder dockt an. Ja? Ich habe meine Welt, ich docke jetzt an, mit diesem Video docke ich jetzt an und bleibe dann dort oder verweile dort in einer anderen Welt, der das, also eine Brücke baut und sich das anschaut und danach wieder die Brücke abbaut und dann ist das wieder weg. Wir sind alle so kleine Blasen, die im Äther herumschwirren und hin und wieder mal so, ne? Irgendeiner, 1, 2, 3 Stammschauer habe ich vielleicht, wenn ich Glück habe, weil die Zeit der 6,8 Millionen Zuschauer 1995, alles neu war, die sind vorbei. Heutzutage muss man einen gewissen Einheitsbrei. Man muss irgendwie rüberkommen, dass die Leute sich fremdschämen. Umso mehr sie sich fremdschämen, umso mehr bleiben sie an diesem Video kleben. Nun, ich schaffe sowas nicht, weil ich bin viel zu normal. Ja? Ich erkenne die Zusammenhänge, wenn ich einem eine Million auf einmal gebe, entziehe ich anderen 20 Cent pro Mensch. So ungefähr, wenn man umrechnet. Weil anders ist es nicht möglich. Ja? Darum, also Vereine, politische Vereine wollen Geld durch Mitwirkung ihrer Mitglieder. Umso mehr Mitglieder, umso mehr Geld, umso mehr Fördergelder bekommen die. So, denen ist es doch vollkommen egal, was die da von sich geben. Einer Frau Merkel, die ist gewählt, also macht es, Feierabend. Kein Politiker an der Macht, also ganz weit oben, denkt wirklich darüber nach. Keiner an der Macht, ganz weit oben, auch Frau Hannelore Kraft nicht. Die hat gar keine Zeit, sich so ein Video anzuschauen. Irgendjemand schaut sich in ihrem Namen dieses Video an und reagiert. Sagt der Frau Hannelore Kraft eben Bescheid, spult vor da, wo irgendwie was ist oder es wird rauskopiert etc. pp. Wie sollte man eine Videobotschaft überhaupt vermitteln oder übermitteln, wenn nicht durch schräge Töne? Durch schräge Töne guckt man hin, was will der denn? Ich mache jetzt die leisen Töne, deswegen wird dieses Video sicherlich übersehen werden. Ich versuche natürlich, solche Videos immer interessant zu halten, durch irgendwelche Aktionen im Bild, vom Bild oder. Ich rufe auf, eine neuartige Politik zu entwickeln. Ich rufe auf, das Kapital, das gebunden, wieder fließen zu lassen, die Dämme so zu brechen, dass der Geldfluss wirklich fließt, nicht überschwemmt. Genau. Hallo, Grüße. Moin, moin. Zum Abschluss, schon wieder lang genug. Und wie gesagt, leise Töne. Man kann euch nicht sensibilisieren, man kann euch auch nicht, geht gar nicht. Es geht nicht, diese Verrohung ist ja, oder hat stattgefunden durch diese Art von Politik. Die Politik des Klientels, die Politik des Geldes und nicht des Menschen. So, wähle richtig, wähle gar nicht, mache selbst die Wahl, gründe eine Partei, denn eine Partei ist ein Verein und solcher bekommt Geld und wer Geld bekommt, nuckelt an der Macht. Und so wird Politik auch gemacht. Nuckeln an der Macht. Also gründet einen Verein, gründet einen politischen Verein und haltet euch dran. Ihr bekommt Zuschüsse durch Mitglieder etc. pp. Und wenn ihr nachher an der Macht nuckelt, werdet gute Politiker, ja,
Und dann sehen wir weiter. Ja, die Piraten zum Beispiel, die Partei, das sind ja solche Vögel gewesen, die da sich gedacht, komm ey, wir machen, die Piraten, hallo, die haben sogar einen Schlechter an der Macht gehabt, der da die Menschen abgeschlachtet, sogar mit einer Schubkarre durch die Gegend gefahren. Die Medien sind plötzlich stille. Piraten, ja, Piraten sind nun mal so. Piraten sind Freibeuter. Ja, Piraten sind Freibeuter. So, und so haben sie auch gemacht, sie haben angedockt etc. pp. Die haben euch gezeigt, wie es funktioniert, das Ganze, ja. Wenn es sein muss, kommst du dann sogar abgeschlachtet in eine Schubkarre und ich fahre dich dann obendrein unbehelligt noch durch Berlin. Ja, das sind die Piraten. Die Partei, meine lieben Freunde, das ist eine Spaßpartei. Die hat nur Spaß im Kopf und trotzdem nuckelt die an der Macht. Die kriegen Gelder, versteht ihr? Die haben es richtig gemacht. Einer davon ist ja sogar im Parlament, ja, im Europaparlament, in der größten Clownerie aller Zeiten, ja, wo dieser Herr Schulz von der SPD gekommen, die sind froh, dass der da weggegangen und hängt jetzt hier rum und will uns hier clownerieren, ja. Menschen mit viel Geld wollen noch mehr Geld, wissen wir alle, wir wissen alles, so, wir wissen alles. Warum machen wir da nichts? Schon, also macht einen Verein auf, einen politischen Verein auf, ja, wenn er mich überzeugt, komme ich dazu, mach mit. Ja, ich habe auch jetzt Lust bekommen, zu nuckeln an der Macht. Ich will auch jetzt ab sofort Geld verdienen. Mit 55 plus ist mir eh alles scheißegal. Aber eines, mir ist mir nicht egal. Ich möchte doch etwas hinterlassen für die Jugend, damit die auch diesen Spaß haben. Wir hatten Spaß in Lederhosen, in Pfützen zu tanzen. Wir hatten Spaß draußen, weil wir draußen durften. Wenn der Schupo vorbeikam, dann machte nur du. Wir hatten sogar Spaß mit der grünen Polizei. Die blaue Polizei, total besoffen in der heutigen Zeit, mit der Knarre in der Hand, baller, baller, sind selber baller, baller und wissen selber nicht, was sie da tun. Ein Polizist in Blau ist nicht grau. Er ist grau im Kopf, weil er nicht weiß, was er machen soll. Der blaue Polizist. Der grüne Polizist damals war ein Naturbursche. Ja, der hat hin und wieder mal gesagt, Kumpel, mach mal nochmal. Da hat man gesagt, nee, weißt du, mach ich lieber nicht. Ne? Ja, dann hat man halt geschmunzelt. Und dann ging man auseinander. Polizei in der damaligen Zeit hat Spaß gemacht. Nicht der mit der Pickelhaube, der hat noch mehr Spaß gemacht. Also der Polizist mit der Pickelhaube in der Stunde 0 nach 46, wo alles aufwärts ging. Da war also 1-3% Böses. Ist immer. Da kannst du machen, was du willst. So, aber was soll man machen? Mit 1-3% können wir leben. Aber wenn das mehr wird, ne? Und zum Schluss, jeder, der mehr haben möchte, nimmt einem anderen das weg. Der andere kriegt das auf einen Schlag. Ihr wollt ja nur 1 Euro oder 2 Euro mehr. Ja? Der Mindestlohn, 14 Cent mehr. Der Mindestlohn, 14 Cent mehr. Natürlich schreien die, weil diese 14 Cent in der Masse des Lohnes, hallo, das ist auf einem Schlag 14 Cent mal 1 Million Arbeitnehmer. Mal drüber nachdenken, wie viel er auf einmal bezahlen muss. Ja, der bezahlt ja nicht 14 Cent, der bezahlt Millionen. Ja? So, Millionen zahlt er. Und du kriegst 14 Cent in der Masse. Also, gefährlich wäre natürlich auch, wenn wir Mathematiker als Kanzler hätten. An sich ist es ganz schön gefährlich, Akademiker an der Macht zu lassen. Denn unsere Könige und Kaiser, die haben auf ihre Herolde, ja, auf ihre Kasperköppe gehört, haben sich beraten lassen. So wie der Kanzler auch. Der Kanzler lässt sich beraten. Wenn ein König, ein Kaiser beraten wurde durch seine Schergen, durch seine Ritter, die dann ritterlich zu ihrem König gestanden und dann ausgeritten, um die Burg zu retten, und den König zu retten und die Königin zu retten und das Königskind, die Prinzessin. Das sind wir schon in Welt der Märchen. So, an sich hat sich gar nichts verändert. Wir sind immer noch Raubritter, Ritter. Wir sind an sich immer noch im Mittelalter. Wir benehmen uns genauso. Nur unsere Schlachten sind jetzt elektronische Schlachten. Ja? Also, ich gründe jetzt eine Partei. Ich hab Lust drauf. Ich werde natürlich keinen finden, ist klar. Deswegen werde ich ewig gründen, aber egal. Ich werde ewig gründen, eine Partei zu gründen, um mit denen, die mitmachen, wirklich was zu bewegen. Natürlich sollten alle weit über 50, 55 plus sein, die auch Zeit haben, Politik zu machen.
die Politik auf der Grundbasis des Landes, da wo man lebt, aufgrund der Basis, wo man agieren will, dem Verfassung, der Verfassung, Landesverfassung lesen. In der Verfassung steht, möchte jemand eine Religion, schaut man sich die an, ist sie okay, dann mach deine Religion. Der Grund ist, dass jeder auf irgendeine Art, auf irgendeiner Weise sein Recht bekommen sollte, auch das Recht, arbeiten zu dürfen. Das hier ist auch Arbeit, das hier war Arbeit. Diese Arbeit hat unheimlich lange gedauert, hat am Ende nichts gebracht. Ja? Hat also Zeit gekostet, hat Material gekostet, hat Geld gekostet, ja? Und kostet Nerven. Grüße, hi, Wendy, beantwortet wird. Okay, wie gesagt, sensibilisieren kann man euch nicht, geht nicht, weil wir leben in einer Ich-Gesellschaft. Ich komme leider aus einer Wir-Gesellschaft. Hat er außersehen eingeblockt? Okay. Ja, der konnte nicht raus. Alles klar. Zum Schluss, wir sind international. International bedeutet es auch, jeder mit seinem Glauben hier hineinkommt und seinen Glauben oder über seinen Glauben spricht. Die Normalität, also normale Gläubige, egal welchen Glauben auch immer, normale Gläubige, alles normal. Kommen aber die Radikalen, die Totalradikalen, die mit diesem Glauben Kapital machen möchten und Kapital binden möchten für sich. Ja, ist alles Kapital. Der Glaube wurde zum Kapital. Wenn du nicht glaubst, mein lieber Freund, dann kriegst du einen auf die Mütze. Ne? So, weil der, den den Glauben jetzt, Glauben verkauft, egal wie ihr das jetzt versteht, wie ich es euch jetzt sage, alles ist Kapital geworden. Wir tanzen alle wieder um eine goldene Kuh. Wer die Bibeln gelesen hat, wer alles gelesen hat, versteht ja dann auch. Wer auch Osho gelesen hat, damit seinen Bhagwan-Jüngern konnte schmunzeln, wie die doch einfach gedacht haben. Ja, sie haben philosophiert über die Liebe und alles. Ich weiß gar nicht, ob Osho heute noch lebt, weiß ich gar nicht. Jedenfalls sehe ich keine Jünger, ich sehe kein Hare Krishna, ich sehe kein Kling, Kling, Kling. Ich sehe nichts Buntes mehr da draußen. Heute sehe ich nur noch den brutalen Kapitalismus, den brutalen Kapitalismus, der wirklich frisst. Und wir schauen auch noch zu, wie der frisst. Wir sehen auch noch, wie er bäuchlings da den Straßen lang robbt. Und die Kameras halten drauf. Ja? Ach, herrlich. Also mir ist vollkommen egal, was jetzt im Moment die Amerikaner machen. Und weil Herr Trump ist Herr Trump. Punkt, fertig, aus. Für mich ist wichtig, was macht Frau Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen? Was macht unsere Stadtregierung hier in dieser Stadt? Das ist für mich wichtig, für mich persönlich. Als Online-Politiker bin ich an sich online mit allen verbunden. Nur, wenn das jetzt hier einer in Thüringen sieht, in Österreich sieht, in der Schweiz sieht, dieses Video, wie will er denn jetzt auf mich reagieren, euer Medienkanzler, der jetzt hier in NRW sitzt, das NRW eh schon 10,4 Milliarden durch Frau Hannelore Kraft in dem Minus steht. Dass da irgendein Millionär oder Milliardär seine Gelder zurückhaben will, ist klar. Deswegen steht es ja auch in den Medien. Ja? Also, das Kapital macht, das Kapital lenkt, das Kapital gibt. Das Kapital will immer diese Höhe, will immer noch höher. So, wir hier unten, wir Schwimmer, die tagtäglich schwimmen, ja, und nie ankommen und immer schwimmen. Diese Bewegung schon alleine. Meine lieben Freunde, tut Ihnen den Arm weh. Ich bin über 55 plus und mache diesen Scheiß hier. Ich muss mir was ausdenken, um Spaß zu haben, weil mir macht es unheimlich viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Mir macht es unheimlich viel Spaß, ein Wir-Gefühl. Wir sind, was wir sind. Das macht unheimlich viel Spaß. Gut, jetzt ist mit diesem Alter könnte ich ja auch die Pusteblume machen oder so. Ich könnte auch Peter Lustig machen, weil Peter Lustig hatte ja auch sein Alter. Irgendwas muss ich mir ausdenken. Weil mir das unheimlich viel Spaß macht, mit einer Kamera zu arbeiten. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit den Bürgern zu arbeiten. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit allen irgendwie. Ich erfahre aus der Welt der Muslime, ich erfahre aus der Welt der, aus Indien da, Hinduismus, Buddhismus und so. Ah, international. International. Es macht so viel Spaß, mit
Bürgern, philippinischen Bürgern zu sprechen, chinesischen, japanischen Bürgern, natürlich auch mit anderen. Gestern, wie gesagt, echter, waschechter Brite, Hautfarbe schwarz und sprach in seiner Landessprache im Telefon. Ja? Man hörte richtig das afrikanische, es war so herrlich da zuzuhören, ich habe kein Wort verstanden, ist klar, ich kann kein Afrikaans. Ja, ich weiß ja gar nicht, also die, ich weiß es nicht, weil auch im Afrikaans gibt es ja auch, keine Ahnung, verschiedene Languages und so weiter und so fort. Wie mir 79 die Europa verkauft wurde und 1966 in der Schule mir Europa verkauft wurde und mir auch erklärt wurde, was im Jahre 2000 Palmen in Köln wachsen. Ja, 1966 hat mir mein Lehrer erklärt, dass im Jahre 2000 durch die globale Erwärmung in Köln Palmen wären. Ich suche die Palmen heutzutage immer noch. Okay, die Firma Seven Load hatte auf ihrem oberen Dach Palmen und Sand und Strände hingepackt. Da war dann halt und so war aber die Firma Seven Load, die es auch nicht mehr gibt. Die hat nämlich auch damit angefangen. YouTube hat jetzt übernommen, Google hat jetzt übernommen, Facebook hat jetzt übernommen. Ich bin ein Kind der Cebit 1995. Die Cebit heute, 2017, ist Industrie 4.0. Ich gehöre dazu, zur Industrie 4.0. Ich könnte jetzt, während ich hier meinen Videoclip mache, alles machen. Ja, alles machen. Kopieren, faxen, Bilder versenden. Es geht. Der elektronische Weg geht. Wenn der andere das auch hätte, was wir haben, dann würde es funktionieren. Und wenn dann auch noch das Geld fließen würde, wären wir alle glücklich. Wir alle. Ich liebe das Wir. Wir alle. Und ich bin leider ein Ich. Ich bin ein Mann, weit über 55 plus, der sich Gedanken macht, was geht hier eigentlich ab.